Hey zusammen, wir machen mal wieder ein Video für den Survival Guide und wir werden heute mit euch über das Thema Online-Generation und Social-Media-Sucht reden. Ihr kennt das doch sicher auch. Ihr habt gerade ein wichtiges Gespräch mit eurer Mutter und sie sagt dir irgendwas von Müll rausbringen, Hausaufgaben machen oder irgendeinem anderen Scheiß. Und dann greifst du langsam aber kontrolliert in deine Hosentasche, holst dein viel zu teures, dauerhaft aktives, dir dein komplettes Leben nehmendes Smartphone raus und schweifst mehr und mehr vom Thema ab und dem eigentlichen Zuhören. Oder? Nein, mal ehrlich, was hat diese Social-Media-Sucht, die im Grunde genommen jeder Jugendliche hat, wir beide auch, wirklich auf sich? Wie manipulieren und kontrollieren soziale Medien unser reales Leben? Die Antwort? Sie manipulieren es nicht, sie unterstützen es. Früher war es nie möglich, Musik zu hören, dabei zu telefonieren, dabei zu surfen und währenddessen noch irgendwie mit seinen Freunden zu kommunizieren. Deswegen müssen sich die alten Hasen, im Grunde genommen auch viele Eltern, erstmal daran gewöhnen. Warum zockt denn mein Sohn schon wieder? Kann er nicht einmal die Finger von seinem Spielzeug da lassen? Jetzt geh doch mal mit irgendwelchen Freunden raus, oder? Geh mal ein bisschen an die frische Luft, mein Sohn! Hä? Hä? Hä, was denkst du, was ich gerade mache? Ja, wieder zocken und diddeln mit deinem Handy! Nein, ich WhatsApp mit Lars. Ich muss noch warten, bis er wieder online kommt. Damit sind viele Eltern einfach überfordert. Deswegen, liebe alteingesessenen Hasen der Offline-Welt, merkt euch, WhatsApp und SMS sind keine brutalen Ballerspiele. Ja, brutal. Das sind Applikationen auf dem Smartphone, mit denen man über das Internet mit seinen Freunden kommunizieren kann. Ja, zeig mir mal, wie das funktioniert, mein Sohn. Komm, zeig mir es mal. Nein! Das war keine gute Idee. Gib dir doch wenigstens mal eine Chance, ihn über das Neuland ein bisschen zu informieren. Neuland, bitte. Naja, aber was heißt Neuland? Für manche Leute ist es auch einfach nur Neuland. Ja, klar, ich meine, Internet ist für uns Neuland. Gibt's ja erst seit 20 Jahren. Das Internet ist für uns alle Neuland, laut Angela Merkel. Schreibt mal eure Kommentare bzw. eure Meinung dazu in die Comments, was ihr denkt, ist es Neuland, ist es eher weniger Neuland. Ich finde es ja richtig geil, wie die Leute sich auf Twitter, Facebook, ja, besonders auf diesen beiden Plattformen über den Spruch einfach mal total lächerlich gemacht haben. Mit Leute meine ich nicht irgendwelche Menschen, was weiß ich, mit Leute meine ich die Internetleute, mit Leute meine ich die Community. Und damit sind wir auch schon beim nächsten Thema angelangt, die Gemeinschaft. Immer wieder schaffen es die Internetkämpfer mit ihren Online-Petitionen in die Medien. Hunderttausende Internetaktivisten demonstrierten am letzten Sonntag auf Deutschlands Straßen. Das umstrittene Bundesabkommen ACTA wurde nach langen Diskussionen abgestoßen bzw. nicht eingeführt. Die Politiker des Bundesrats haben sich jedoch immer noch nicht groß dazu geäußert. Jedoch wird dieses Thema jetzt schon in der Online-Community im Internet stark und sehr präsent gefeiert. Ach, diese Internet-Freaks da, was haben die schon zu sagen? Wow, 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 stopp! Ich würde die Macht der Social Media Community nicht unterschätzen. Wir haben zusammen schon so einiges erreicht. Zum Beispiel ACTA oder sowas. Ja, deswegen, Internet ist halt nicht mehr nur dieser neuartige Trend, liebe Eltern. Internet ist schon eine Stufe voraus. Generell hocken Teenager, aber auch Erwachsene stundenlang vor ihren PC-Bildschirmen oder vor ihren Smartphones, einfach aus dem Grund, weil sie neugierig sind. Die vielen Statusmeldungen und Posts sind ja auch so interessant. Jo Leute, Swibelson hier und ich schwöre, Walla, Walla, bei 10.000 Likes, okay, 10.000 Likes, ich esse diese Flasche, ich schwöre, ich mach mit Videobeweis, 10.000 Likes, ich esse diese Flasche, so, 10.000 Likes, ich schwöre, Walla, Walla, ich schwöre, Walla, bei 10.000 Likes, also, helft mir Freunde, 10.000 Likes und ich esse diese Flasche. Okay, es gibt auch die eine oder andere Ausnahme. Außerdem will man sich der Welt präsentieren. Man schießt ein Foto mit seinem Handy für Facebook oder Instagram, lädt das Ganze dann hoch und wartet auf die Kritik seiner Freunde. Wenn die Kritik von seinen Freunden gut ist, dann freut man sich darüber. Denn das ist das Krasse an Internet bzw. an sozialen Medien. Man muss nicht viel machen und auf einen Schlag können alle deine Freunde deine Fotos sehen. Und wenn sie dann noch einen Like drauf geben, dann macht's Schwupps und dann macht's dir Spaß. So ist das einfach. Einfach Spaß und das macht
einfach Spaß, Inhalte mit deinen Freunden zu teilen. Dadurch entwickelt sich dann auch so eine gewisse Sucht, so eine kleine Sucht, aber eine Abhängigkeit. Ja, eine kleine aber viele merken das gar nicht. Wie gesagt, wir sind selbst so ein bisschen internetsüchtig, aber das ist nicht schlimm. Allein wenn man alle paar Minuten mal aufs Smartphone guckt, das kann man schon so ein bisschen als abhängig bezeichnen, aber in dem Fall ist es, glaube ich, nicht so schlimm, wie wenn man jetzt drogenabhängig ist. Das kann man nicht wirklich vergleichen, weil das ist mittlerweile einfach in vielen Sachen einfach nur nötig. Aber es macht doch keinen Spaß, einfach irgendwelche Sachen ins Internet zu stellen. Auch, aber der größte Spaßfaktor ist eigentlich das Produzieren und Erstellen und ja, von Posts und Videos und Fotos für Instagram, YouTube, Facebook oder was auch immer. Und dann die Kritik von deinen Freunden, von Bekannten oder von irgendwelchen Personen, die dich nur über das Internet kennen. Oder von Fans. Oder einfach nur von Personen, die dich über das Internet kennengelernt haben, zu bekommen. Und wenn es dann auch positive Kritik ist, dann macht es einfach nur Spaß und einfach nur Bock. Fakt ist, dass es so viele Faktoren gibt, die bei der Internetsucht bzw. bei der Social-Media-Sucht eine große Rolle spielen. Es ist ja fast wie ein richtiges Leben, wenn du für mehrere Tage nicht online warst oder gar deine Statusmeldungen nicht aktualisiert hast, bist du im Grunde genommen tot. So, jetzt seid aber ihr gefragt, lasst uns mal eure Meinung dazu wissen, also zu Social-Media-Sucht in dem Sinne, ob es überhaupt eine Sucht ist und wie lange ihr überhaupt online seid und wie oft. Lasst uns das mal wissen, seid ihr in einem sozialen Netzwerk? Macht ihr selbst Inhalte? Außer YouTube. Macht ihr selbst Inhalte? Produziert ihr diese selbst? Und was ist eure Meinung dazu? Lasst uns das Ganze mal in den Kommentaren wissen. Ansonsten liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Und und wir sind jetzt hier raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.